Wie die Bild berichtet, werden 40% der deutschen Gemeinden bald die Kita-Gebühren anheben. Nürnberg will bis 2019 jedes Jahr monatlich 50 Euro mehr verlangen. Die Stadt Eltville in Hessen erhöht dem Bericht zufolge die Friedhofsgebühren. Eine normale Beerdigung soll künftig 1.182 statt jetzt 747 Euro kosten. 58% mehr. Um 20% steigen dagegen in Paderborn und Uelzen die Müllgebühren. Und wer in Harzgerode in Sachsen-Anhalt einen Hund anmeldet, muss bald 50 Euro mehr zahlen als bislang. Die Stadt Siegburg in Nordrhein-Westfalen nimmt bei der Grundsteuer B sogar eine Erhöhung um 72% in Kauf. Gegen den Willen der Bürger, die sich mit einer Bürgerinitiative gewehrt haben. Besonders viele Menschen sind laut Bild bundesweit von einer Erhöhung der Gewerbesteuer betroffen. Mehr als jede fünfte Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern hat in diesem Jahr bereits den Hebesatz erhöht.